In diesem Kapitel wollen wir uns mit endlichen Kettenbrüchen beschäftigen, also Ausdrücke der Form a0 plus 1 durch a1 plus 1 durch a2 plus und so weiter bis 1 durch an, wobei die ai reelle Zahlen sind. Diesen obigen Ausdruck werden wir auch mit eckige Klammer a0 bis an abkürzen. Kettenbrüche können über eine rekursive Vorschrift definiert werden, nämlich a0 ist hier gleich a0 und eckige Klammer a0 bis an ist definiert als a0 bis an-1 plus 1 durch an. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel für n gleich 3 ausrechnen, ist eckige Klammer a0 bis a3 gleich a0 a1 a2 plus 1 durch a3. Wir haben also diese Regel hier angewendet, ist gleich a0 plus a1 plus 1 durch a2 plus 1 durch a3 und ist schließlich a0 plus 1 durch a1 plus 1 durch a2 plus 1 durch a3. Und jetzt wenden wir diese Regel an und erhalten hier den letzten Term. Als Beispiel wollen wir den Bruch 47 Elftel als Kettenbruch entwickeln. 47 Elftel ist natürlich gleich 4 plus 3 Elftel und jetzt nehmen wir hier den Kehrwert, also das ist 4 plus 1 durch 11 Drittel. Wir schreiben dieses 11 durch als Drittel als 3 plus 2 Elftel. Das 2 Elftel nehmen wir wieder den Kehrwert, das ist 1 durch 11 Halbe und die 11 Halbe sind 5 plus 1 Halb. Was wir also erhalten ist dieser Kettenbruch, den wir mit eckige Klammer 4, 3, 5, 2 abkürzen. Wir werden unendliche Kettenbrüche als Grenzwert von endlichen Kettenbrüchen definieren und diese dann mit eckige Klammer a0, a1 und so weiter bezeichnen. Der einfachste unendliche Kettenbruch ist natürlich der, wo hier in dieser Kettenbruchentwicklung nur 1, 1, 1, 1 vorkommt, also 1 plus 1 durch 1 plus 1 durch und so weiter. Und man sieht leicht, dass wenn dieser Grenzwert wirklich existieren sollte, dann muss für ihn gelten, dass phi gleich 1 plus 1 durch phi ist. Und wenn man das auflöst, kriegt man gerade den sogenannten goldenen Schnitt, der den Wert 1 plus Wurzel 5 halbe hat. Wir wollen jetzt zeigen, dass jede reelle Zahl in einem Kettenbruch entwickelt werden kann, wobei der Anfangsterm eine ganze Zahl ist und die folgenden Terme natürliche Zahlen. Dafür betrachten wir den Kettenbruchalgorithmus, also wir starten mit einer reellen Zahl x und betrachten dann die Abrundungsfunktion von x bzw. die sogenannte Gauss-Klammer von x, was die größte ganze Zahl ist, die kleiner als x ist. Also Gauss-Klammer von 1/2 ist 1 und Gauss-Klammer von minus 0,3 ist gleich minus 1. Also wir nehmen uns dieses x, betrachten die Gauss-Klammer und definieren damit a0. Und mit diesem a0 definieren wir dann t0, was x minus a0 und a0 ist ja die Gauss-Klammer von x, das heißt, dass t0 liegt zwischen 0 und 1, ist aber immer echt kleiner 1. Wir definieren jetzt induktiv tn und zwar folgendermaßen, also wir nehmen an, dass tn ungleich 0 ist, setzen dann xn als 1 durch tn und das ist echt größer 1, bilden die Gauss-Klammer von xn und bezeichnen diese mit an plus 1 und definieren dann xn minus an plus 1, was wieder zwischen 0 und 1 liegt und das ist dann induktiv das definierte tn plus 1. Und dieser Algorithmus liefert also eine Folge von Kettenbruchentwicklungen für eine reelle Zahl x. In diesem Kapitel wollen wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, ob diese Folge von Kettenbruchentwicklungen auch wirklich gegen die reelle Zahl x konvergiert. Als ersten Schritt beweisen wir Lemma 10.3, das besagt, dass jedes reelle x als endlicher Kettenbruch dargestellt werden kann, nämlich als a0 bis an, hier aus dem Kettenbruchalgorithmus, und der letzte Term ist der Restterm xn. Der Beweis funktioniert über Induktion nach n, also für n gleich 0 gilt, dass x gleich, naja, Kettenbruch von x ist. Und
Das ist gleich A0 plus T0. Das ist diese Formel hier oben. Aber T0 ist gleich 1 durch Xi0. Das ist diese Formel hier. Aber A0 plus 1 durch Xi0 ist per Definition gleich A0, Xi0. Und damit haben wir den Fall für n gleich 0 bewiesen. Für den Induktionsschritt nehmen wir jetzt an, dass x gleich A0 bis An Xi n ist. Und dieses Xi n ist ja gerade gleich An plus 1 plus Tn plus 1. Das Tn plus 1 ist aber gerade gleich 1 durch Xi n plus 1. Aber das ist gerade gleich A0 bis An plus 1 Xi n plus 1. Naja, und damit haben wir aus dem Fall für n den Fall für n gleich plus 1 da hergeleitet. Ja, und damit ist der Induktionsschritt vollbracht und wir haben das Lemma bewiesen. Wir wollen jetzt beweisen, dass der Kettenbruchalgorithmus genau dann abbricht, also einen endlichen Kettenbruch liefert, wenn x rational ist. Und dazu bemerken wir, dass der Kettenbruchalgorithmus abbricht, wenn tn gleich 0 ist. Warum? Naja, wenn tn gleich 0 ist, dann können wir hier nicht dieses xi n bilden und aus diesem xi n können wir dann nicht das tn plus 1 rekonstruieren. Das heißt, wenn der Kettenbruchalgorithmus abbricht, dann gilt x ist gleich Kettenbruch a0 bis an und wenn man das ausschreibt, sieht man, dass x eine rationale Zahl ist. Also haben wir jetzt eine Richtung bewiesen. Wenn jetzt umgekehrt x gleich a durch b rational ist, müssen wir jetzt zeigen, dass der Kettenbruch endlich ist. Und dazu bemerken wir, dass der Kettenbruchalgorithmus im Wesentlichen der euklidische Algorithmus ist. Also wenn wir hier a und b, also a durch b mit Rest teilen, wir setzen jetzt hier b gleich r0, dann können wir schreiben, a ist gleich q0 mal r0, was ja gleich b ist, plus den Rest r1, dann nehmen wir r0 ist gleich q1 r1 plus r2 und machen das immer weiter, bis irgendwann der Restterm 0 ist, was aber auch passieren muss, weil die Restterme ja ganze Zahlen sind und immer kleiner werden. Wir schreiben jetzt die Ergebnisse des euklidischen Algorithmus noch ein bisschen um. Also x ist gleich a durch b und das ist gleich q0 plus r1 durch r0 und das ist gleich a0 plus der Kehrwert hier von 1 durch r0 durch r1. Und wir sehen, dass das dann zwischen 0 und 1 liegt, weil ja das hier noch echt größer 1 ist. Also weil der euklidische Algorithmus ja hier noch nicht abbricht. Naja, und das machen wir einfach weiter. Wir nehmen dann diesen Term und schreiben ihn als rk minus 1 durch rk ist gleich uk plus rk plus 1 durch rk. Und das ist gleich wieder qk plus 1 durch rk plus 1. Es gilt hier wieder, dass das zwischen 0 und 1 liegt. Und das machen wir so lange, bis halt das rn plus 1 gleich 0 ist. Also so lange gilt, bis gilt rn minus 1 durch rn ist gleich qn. Naja, und das vergleichen wir jetzt direkt mit den Formeln aus dem Kettenbruchalgorithmus. Da haben wir x, das ist gleich a0 plus t0. Und das ist dann gleich a0 plus 1 durch xi0. Also wir sehen, dass dieses xi0 hier entspricht dem r0 durch r1. Und wir sehen hier weiter, dass xik minus 1 entspricht hier gerade dem rk minus 1 durch rk. Naja, und wenn also a und b ganze Zahlen sind, das heißt, wenn x rational ist, muss der euklidische Algorithmus abbrechen und mit dieser Analogie hier bricht dann auch der Kettenbruchalgorithmus ab. Also das zeigt, dass irgendwann gilt ak gleich qk und tk gleich rk plus 1 durch rk und insgesamt gilt dann, weil ja das rn plus 1 im euklidischen Algorithmus irgendwann gleich 0 ist,
dass Tn, was ja gleich Rn plus 1 durch Rn ist, dass das gleich 0 ist und somit der Kettenbruchalgorithmus abbricht. Wir wollen jetzt noch ganz kurz bemerken, dass die Kettenbruchentwicklung der rationalen Zahlen nicht ganz eindeutig ist, selbst wenn man A0 als ganzzahlig und AI als natürlich annimmt, nämlich was kann man immer tun? Wenn ich jetzt eine Kettenbruchentwicklung dieser Form habe, kann ich ja die Rekursion benutzen, also das ist gleich an minus 1 plus 1 durch 1, also diese minus 1 plus 1 hebt sich gerade weg und ich bekomme diesen Term. Und genauso ist es hier, wenn an gleich 1 ist, dann ist das ja gerade gleich an minus 1 plus 1 durch 1, also an minus 1 plus 1. Also diese kleine Uneindeutigkeit haben wir da drin. Aber, und das ist jetzt Satz 10.5, wenn wir eine Kettenbruchdarstellung A0 bis AN einer rationalen Zahl haben und wir nehmen zusätzlich an, dass AN echt größer 1 gilt, also dann kommen ja hier diese Fälle nicht vor. Also bei diesem Fall ist ja hier der letzte Term gleich 1 und in diesem Fall ist AN gleich 1. Also wenn AN echt größer 1 gilt, dann ist die Darstellung eindeutig. Den Beweis, der wird eine Übungsaufgabe sein. Wir nehmen uns jetzt eine Folge ganzer Zahlen an mit an größer gleich 1 für n größer gleich 1. Und wir wollen zeigen, also dass für eine beliebige Folge die endlichen Kettenbrüche, die wir mit a0 bis an bilden, dass die dann eine konvergente Folge bilden. Und den Grenzwert bezeichnen wir dann mit a0 bis a1. Und falls wir einen x haben, was die Kettenbruchentwicklung, also dieses x liefert eine Kettenbruchentwicklung an, dann werden wir zeigen, dass diese Folge der Kettenbrüche gerade gegen x konvergiert. Dafür wollen wir folgende zwei Hilfsfolgen benutzen. Also wir definieren p-2 gleich 0, p-1 gleich 1. Und dann induktiv Pn ist gleich An mal Pn minus 1 plus Pn minus 2. Also zum Beispiel für P0 ist das dann gleich A0 mal P minus 1, was ja gleich 1 ist, plus P minus 2, was ja gleich 0 ist. Das heißt, P0 ist gleich A0. Und für P1 ist es dann wieder gleich A1 mal P0, P0 ist ja gleich A0, also wir bekommen für diesen Term A1 plus A0 plus P minus 1, wir bekommen 1, das ist hier diese 1. Naja, und die Folge setzt sich dann in diesem Muster hier fort. Für Q, also für die Folge QK ist das oder QN ist das, ne, das ein ähnliches Muster, wir definieren nur die Startwerte ein bisschen anders. Wir definieren Q-2 gleich 1, Q-1 gleich 0 und dann Qn ist gleich An mal Qn-1 plus Qn-2. Wir schauen uns hier wieder den Wert Q0 an. Das ist gleich A0 mal Q-1, das ist aber gleich 0, also fällt dieser Term weg für Q0 plus Q-2, das ist gleich 1, also ist Q0 gleich 1. Und das können wir jetzt zum Beispiel auch nochmal für Q1 machen. Q1 ist gleich A1 mal Q0. Q0 war aber gleich 1, also wir bekommen A1 plus Q-1 ist gleich 0, also wir bekommen für Q1 gleich A1. Naja, und die restlichen oder andere Folgenglieder hier sind jetzt hier auch aufgeschrieben. Das Schöne an der Rekursionsvorschrift ist, dass man sie auch in Matrizenschreibweise schreiben kann. Also wir fangen wieder hier mit unseren Startwerten an. P-1, P-2, Q-1, Q-2, was gerade die Einheitsmatrix ergibt. Und dann ist die Rekursionsvorschrift folgendermaßen. Pn ist gleich An mal Pn-1 plus Pn-2. Pn-1 ist gerade Pn-1 mal 1, Qn ist An Qn-1 plus
plus qn minus 2 und dieses qn minus 1 ist gerade hier 1 mal qn minus 1. Wir können jetzt die Rekursion in Matrix-Schreibweise auflösen, also die Matrix Pn, Pn minus 1, Qn, Qn minus 1 kann als Produkt der Matrizen AI 1, 1, 0 geschrieben werden. Und im Folgenden wollen wir jetzt den Zusammenhang zwischen diesen rekursiv definierten Folgen Pn, Qn und unseren Kettenbrüchen untersuchen. Lemma 10.6 besagt jetzt, dass der Quotient Pn durch Qn gerade dem endlichen Kettenbruch A0 bis An entspricht und dass sich dem Kettenbruch A0 bis An mit Restglied Xi gerade ausdrücken lässt als Quotient Xi mal Pn plus Pn minus 1 durch Xi mal Qn plus Qn minus 1. Wir beweisen zuerst die zweite Formel per Induktion, also wir fangen wieder mit dem Induktionsanfang n gleich 0 an und da sehen wir, dass a0 plus xi gleich gerade per Definition a0 plus 1 durch xi ist. Wir multiplizieren hier das a0 mit xi, also wir bekommen hier xi mal a0 plus 1 durch xi mal 1. Plus 0, also dieses plus 0 fügen wir jetzt hier nur hinzu, damit wir das mit dieser Formel vergleichen können. Also wir bekommen Xi mal P0 plus P minus 1. A0 ist gerade P0, 1 ist P minus 1. Xi mal 1, 1 ist gerade Q0 plus 0, was ja gerade Q minus 1 ist. Und das gibt gerade den Induktionsanfang für n gleich 0. Der Induktionsschritt ist jetzt folgende Rechnung. Also wir haben A0 bis An Xi. Wir schreiben das jetzt mit der Induktionsvorschrift einfach als A0 bis An minus 1 und dann An plus 1 durch Xi. Jetzt benutzen wir diese Formel hier. Das heißt, das ist gerade gleich An plus 1 durch Xi, Pn minus 1 plus Pn minus 2, An plus 1 durch Xi, Qn minus 1 plus Qn minus 2. Wir multiplizieren Zähler und Nenner mit Xi, dann erhalten wir das hier. Jetzt sortieren wir nach Term mit Xi und Term ohne Xi, das passiert hier. Und jetzt benutzen wir einfach wieder die Rekursionsvorschrift für Pn, also An Pn minus 1 plus Pn minus 2 gibt gerade Pn und dasselbe für An Qn minus 1 plus Qn minus 2 gibt gerade gleich Qn. Naja, und das gibt gerade die Formel, die wir beweisen wollten. Die erste Formel können wir jetzt aus der zweiten ganz leicht rekonstruieren. Also wir setzen hier für n oder statt n n minus 1 ein und für xi setzen wir gerade an ein. Dann folgt aus dieser Formel, dass gerade xi ist ja gerade an, an mal pn minus 1 plus pn minus 2 durch an mal qn minus 1 plus qn minus 2. Jetzt verwenden wir jetzt aber wieder die Rekursionsvorschrift für die Folgen Pn und das gibt gerade gleich Pn durch Qn und wir haben insgesamt erhalten, dass der endliche Kettenbruch A0 bis An gleich Pn durch Qn ist. Naja, und damit sind beide Aussagen des Lemmas bewiesen. Wir wollen jetzt noch einige Eigenschaften dieser zwei Folgen Pn und Qn herleiten. Die erste Eigenschaft ist, dass Q1 größer gleich Q0 ist und Gleichheit gilt genau dann, wenn A1 gleich 1 gilt in der Kettenbruchentwicklung. Wir beweisen, dass das ansonsten wirklich streng monoton wegwachsend ist, also Qn plus 1 ist echt größer Qn und das ist auch größer gleich n. Wir werden noch beweisen, dass Pn mal Qn minus 1 minus Pn minus 1 mal Qn gleich minus 1 hoch n plus 1 ist. Also das ist alternierend. Und wir werden beweisen, dass Pn mal Qn minus 2 minus Pn minus 2 mal Qn gleich
minus 1 hoch n mal an ist. Und schließlich werden wir auch noch beweisen, dass der größte gemeinsame Teiler von diesen Pn und Qn gleich 1 ist. Das heißt, diese Brüche Pn und Qn sind bereits gekürzt. Der Beweis der ersten Aussage ist ganz einfach, nämlich wir haben Q1 ist gleich A1 mal Q0. Und da jetzt Q0 gleich 1 ist, ist das gleich A1 und das ist größer gleich 1. Naja, und damit haben wir das Ganze bewiesen. Der Beweis der zweiten Aussage folgt jetzt auch durch die Rekursionsvorschrift von Qn. Also wir haben Qn plus 1 ist gleich An plus 1 mal Qn plus Qn minus 1. Das An plus 1 ist aber größer gleich 1. Das heißt, das ist größer gleich Qn plus Qn minus 1. Und aus dieser Ungleichung, nämlich Qn plus 1 größer gleich Qn plus Qn minus 1, kann man per Induktion recht einfach sehen, dass Qn plus 1 echt größer sein muss als Qn und dass das dann auch größer gleich n sein muss. Für den Beweis der dritten Aussage benutzen wir die Matrix-Schreibweise. Also wir stellen erstmal fest, dass dieses Pn mal Qn minus 1 minus Pn minus 1 mal Qn als Determinante dieser Matrix geschrieben werden kann. Also wir haben Pn mal Qn minus 1 minus Pn minus 1 mal Qn. Wir hatten jetzt aber gesehen, dass diese Matrix als Produkt dieser Matrizen geschrieben werden kann. Jetzt ist die Determinante ein Homomorphismus, vertauscht also mit dem Produkt. Also wir haben, dass das gleich Produkt von i gleich 0 bis n Determinante von dieser Matrix ist. Aber die Determinante dieser Matrix ist gerade ai mal 0 minus 1 mal 1, also ist gerade gleich minus 1. Und ich habe jetzt sozusagen Produkt von i gleich 0 bis n über minus 1. Naja, und das ist gerade gleich minus 1 hoch n plus 1. Für die vierte Aussage werden wir die dritte Aussage benutzen, nämlich wir fangen an mit Pn mal Qn minus 2 minus Pn minus 2 mal Qn. Für Pn setzen wir jetzt aber, da das rekursiv definiert ist, ein die Rekursionsvorschrift An mal Pn minus 1 plus Pn minus 2 und für Qn genauso hier. Jetzt sortieren wir die Terme wieder und sehen, also dass zum Beispiel dieser Term Pn minus 2 mal Qn minus 2 minus Pn minus 2 Qn minus 2, also diese Terme fallen raus und es bleiben nur die Terme An Pn minus 1 mal Qn minus 2, also dieser Term und Pn minus 2 An Qn minus 1, also dieser Term übrig. Diesen Term haben wir aber schon ausgerechnet, also hier für statt für n, n minus 1 und also erhalten wir an mal minus 1 hoch n. Ja, und für den Beweis der letzten Aussage, also dass der GGT von Pn und Qn gleich 1 ist, bemerken wir, dass jeder gemeinsame Teiler von Pn und Qn auch diesen Term hier teilen muss. Aber der ist ja, wie wir schon gesehen haben, hier in drittens, der ist minus 1 hoch n plus 1. Und das heißt, ein Teiler von Pn und Qn muss also auch plus minus 1 teilen. Naja, und daraus folgt direkt, dass diesen größte gemeinsame Teiler von Pn und Qn gleich 1 sein muss. Im Satz 10.8 beweisen wir jetzt, dass wenn wir eine Folge ganzer Zahlen an haben, sodass alle Folgenglieder bis auf das erste größer gleich 1 sind, dann bilden die Brüche Pn durch Qn, die ja gerade hier diesen endlichen Kettenbruch darstellen, die bilden eine konvergente Folge und außerdem beweisen wir, dass die Teilfolge, also wenn ich hier nur gerade n betrachte, also die Teilfolge P 2n durch Q2n, dass die streng monoton wächst und die Teilfolge P2n plus 1 durch Q2n plus 1, also wenn ich nur ungerade n betrachte, dass diese Folge streng monoton fällt.
Für den Beweis benutzen wir Lemma 1073 und das hatte ja ausgesagt, dass wir Pn mal Qn minus 1 minus Pn minus 1 mal Qn, dass das gleich minus 1 hoch n plus 1 ist. Und wir teilen jetzt diese Gleichung durch Qn minus 1 und durch Qn und dann erhalten wir hier die Differenz dieser beiden Quotienten, also Pn durch Qn minus Pn minus 1 durch Qn minus 1 und das ist gerade gleich minus 1 hoch n plus 1 durch Qn mal Qn minus 1. Naja, und das können wir verwenden, um jetzt Pn durch Qn anders hinzuschreiben. Also wir starten mit P0 plus Q0 und addieren jetzt immer diese Terme auf, also als Summe von i gleich 1 bis n. Und das gibt uns gerade P0 durch Q0 ist gerade gleich A0 plus diese Terme hier, die gerade gleich minus 1 hoch i plus 1 durch Qi mal Qi minus 1 sind. Es ist aber jetzt so, dass die Terme 1 durch Qi mal Qi minus 1, dass die nach Lemma 1072 eine strenge monotone Nullfolge bilden. Also wir hatten ja, dass diese Terme hier immer größer werden und vor allen Dingen größer gleich n sind beide Terme. Das heißt, das hier ist eine streng monotone Nullfolge und das bedeutet nach dem Leibniz-Kriterium, dass die alternierende Reihe konvergent ist. Für den Beweis der strengen Monotonie von P2n durch Q2n und P2n plus 1 durch Q2n plus 1 benutzen wir jetzt Lemma 1074. Und das hat ja gerade besagt, dass Pn durch Qn minus 2 minus Pn minus 2 mal Qn gerade gleich minus 1 hoch n mal an ist. Und jetzt teilen wir hier durch Qn minus 2 und Qn und erhalten damit gerade diese Gleichung. Da jetzt aber an und Qn und Qn minus 2 alle größer gleich 1 sind, erhalten wir hier gerade für gerades n, dass Pn durch Qn echt größer als Pn minus 2 durch Qn minus 2 ist. Und für ungerades n, da ist das hier eine minus 1, erhalten wir, dass Pn durch Qn echt kleiner Pn minus 2 durch Qn minus 2 ist. Das heißt, für diese geraden Folgenglieder ist der Quotient streng monoton wachsend und für die ungeraden Folgenglieder ist der Quotient streng monoton fallend. Wir beweisen jetzt, dass für ein irrationales x die Folge der Kettenbrüche, die aus dem Kettenbruchalgorithmus kommen, wirklich gegen x konvergieren. Und zwar beweisen wir das, indem wir folgende Abschätzung beweisen, nämlich der Betrag von x minus Pn durch Qn ist echt kleiner 1 durch Qn mal Qn plus 1 und das ist kleiner gleich 1 durch n mal n plus 1. Für den Beweis benutzen wir Lemma 10.6, was x als endlichen Kettenbruch mit Restglied Xn darstellt. Und dann hatten wir auch gesehen, dass dieser endliche Kettenbruch mit den Folgen Pn und Qn als Bruch dargestellt werden kann, nämlich Xn mal Pn plus Pn minus 1 durch Xn mal Qn plus Qn minus 1. Und wenn wir hier jetzt x minus Pn durch Qn ausrechnen, dann erweitern wir einfach den Nenner, also wir multiplizieren hier mit Qn und hier mit Xn Qn plus Qn minus 1 und erhalten dann diesen Term. Wir sehen, dass die Terme sich hier in Xn wegkürzen. Also wir haben Xn Pn Qn und hier auch Pn Xn Qn. Das heißt, wir erhalten hier im Zähler Pn minus 1 mal Qn minus Pn mal Qn minus 1. Und das hatten wir im letzten Lemma, also Lemma 10.7, gesehen, dass das gerade gleich minus 1 hoch n ist.
Das heißt, der Betrag von diesem Term x minus pn durch qn ist gerade gleich 1 durch qn mal xn mal qn plus qn minus 1. Und wir wissen jetzt, dass an plus 1 gerade die Gaußklammer von xn ist. Das muss aber, da das ein unendlicher Kettenbruch ist, echt kleiner xi n sein, weil sonst, wenn das gleich wäre, würde beim nächsten Schritt der Ketten die Kettenbruchentwicklung terminieren. Das heißt, wenn ich dieses xi n hier mit diesem an plus 1 ersetze, da an plus 1 kleiner ist als xi n, ist dieser Term hier echt größer als der vorangegangene Term. Und jetzt benutze ich hier einfach die Rekursionsvorschrift der Folge qn und sehe, dass dieser Term in der Klammer hier gerade qn plus 1 ist. Wir hatten jetzt aber auch die Terme qn abgeschätzt, nämlich dass die Größe gleich n sind. Das heißt, dieser Term ist kleiner gleich 1 durch n mal n plus 1. Das bedeutet aber, dass diese Abschätzung gilt, das heißt, pn durch qn konvergiert gegen x. Die Folge der Kettenbrüche, die liefern sehr gute Approximationen von irrationalen Zahlen. Also wir haben jetzt hier mal die Kettenbruchentwicklung von Pi dargestellt. Und was man sieht, ist, dass man, wenn man jetzt eine gute Approximation haben will, eine gute und kurze Approximation, dann ist es am besten, man bricht den Kettenbruch ab, wenn an plus 1 groß ist. Warum? Weil wegen dieser Formel ist dann qn im Verhältnis zu qn plus 1 klein. Das heißt, der Betrag der Differenz x minus pn durch qn, was ja echt kleiner 1 durch qn mal qn plus 1 ist, ist viel kleiner, als wenn ich das mit dem Kettenbruch, also mit einem Kettenbruch, der 1 kürzer ist, approximiere. Weil das ja echt kleiner als qn mal qn minus 1 ist. Also da ist gerade ein guter Sprung, der mir eine noch bessere Approximation liefert. Und das können wir uns jetzt hier für Pi gerade mal anschauen. Also der Kettenbruch, wenn ich den nach zwei Schritten abbreche, bekomme ich als Approximation 22 Siebtel raus. Und das ist jetzt schon so im Größenverhältnis 10 hoch minus 3 genau. Nach drei Schritten haben wir hier schon Größenverhältnis 10 hoch minus 5. Naja, und nach fünf Schritten sind wir schon im Bereich 10 hoch minus 10. Wir hatten ja schon gesehen, dass für eine rationale Zahl die Kettenbrüche endlich sind. Und jetzt kann man sich fragen, gut, aber wie kann man die Zahlen charakterisieren, für die die Kettenbrüche periodisch sind? Und dazu wollen wir uns jetzt erstmal überlegen, was überhaupt heißt, periodisch zu sein. Also x, was wir hier als Kettenbruch A0, A1 und so weiter darstellen können, das heißt periodisch mit Periode h, falls es ein n gibt mit n größer gleich minus 1. So, das gilt am plus h gleich am für alle m größer gleich n plus 1. Und das kann man sich auch überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die Kettenbruchentwicklung für x erst einen aperiodischen Anteil hat, nämlich a0 bis an, und dann periodisch wird. Das heißt, man hat an plus 1 bis an plus h und danach geht es wieder mit an plus 1 weiter. Und der Fall, dass n gerade hier gleich minus 1 ist, heißt, dass dieser aperiodische Anteil nicht vorhanden ist. Das heißt, dann wäre x rein periodisch. Und das Ziel ist jetzt, wir wollen die irrationalen Zahlen bestimmen, für die die zugehörige Kettenbruchentwicklung periodisch ist. Und das wird gerade durch den Satz 10, 12 beantwortet, nämlich ein Kettenbruch einer reellen Zahl x ist genau dann periodisch, wenn x eine quadratische irrationale Zahl ist. Das heißt, wenn x nicht in Q liegt und Lösung einer quadratischen Gleichung ax² plus bx plus c gleich 0 ist, wobei a, b und c
ganzzahlige Koeffizienten sind und a ungleich 0 ist, weil ansonsten wäre es ja keine quadratische Gleichung, sondern eine lineare Gleichung. Wir nehmen jetzt zuerst an, dass x periodisch ist und wollen dann zeigen, dass x Lösung einer quadratischen Gleichung ist. Also wir setzen jetzt erstmal als Xi hier diesen Restterm, diesen periodischen Kettenbruch an plus 1 bis an plus h. Und dann gilt natürlich, dass Xi gleich Kettenbruch an plus 1 bis an plus h Xi ist. Wir können jetzt zu Xi gerade wieder diese Hilfsfolgen p und q konstruieren, die wir hier mit p' und q' bezeichnen, um sie nicht mit den ursprünglichen p und q für das x zu verwechseln. Und dann hatten wir gesehen, dass das Xi gerade gleich Xi mal, also dieses Xi mal p'h-1 plus p'h-2 durch Xi q'h-1 plus q'h-2 ist. So, wir multiplizieren jetzt mit dem Nenner und durch Umform erhalten wir jetzt hier eine quadratische Gleichung in Xi. Das heißt, Xi ist Lösung dieser quadratischen Gleichung. Außerdem gilt aber noch, dass x, was ja die Kettenbruchentwicklung mit Restterm Xi hat, dass x gleich Xi mal Pn plus Pn minus 1 durch Xi mal Qn plus Qn minus 1 ist. Und wenn wir das jetzt nach Xi auflösen, erhalten wir, dass Xi gleich minus Qn minus 1 x minus Pn minus 1 durch Qn mal x minus Pn ist. Und dieses Xi setzen wir jetzt hier oben ein und multiplizieren mit dem Nenner im Quadrat. Und man sieht dann recht leicht, dass man dadurch eine quadratische Gleichung für x erhält. Das heißt, x ist eine quadratische Irrationalzahl, wenn seine Kettenbruchentwicklung periodisch ist. Umgekehrt nehmen wir jetzt an, dass x eine quadratische Irrationalzahl ist, also dass x die Gleichung ax plus bx plus c gleich 0 löst. Und wir entwickeln jetzt x in Kettenbruch mit Restglied xin. Das heißt, x für x gilt gleich xin mal pn plus pn minus 1 durch xin qn mal, plus qn minus 1. Und diesen Term setzen wir jetzt in diese quadratische Gleichung hier oben ein und multiplizieren jetzt noch mit dem Nenner im Quadrat. Und dann erhalten wir jetzt gerade gleich 0 gleich diesen relativ langen Term. Und diesen Term sortieren wir jetzt nach Potenzen von Xn und bezeichnen die Koeffizienten hier mit an, bn und cn. Wir bemerken jetzt noch, dass an, bn und cn alles ganze Zahlen sind. Wir sehen jetzt auch, indem wir die Koeffizienten vergleichen, dass cn gleich an minus 1 ist. Und wenn wir jetzt bn² minus 4 mal an cn ausrechnen, dann erhalten wir, dass das gleich b² minus 4 mal a mal c ist, mal pn qn minus 1 minus qn pn minus 1. Wir hatten aber in Lemma 10.7 bewiesen, dass das gerade gleich plus minus 1 ist. Das heißt, wenn ich das im Quadrat nehme, ist das gleich 1. Und wir erhalten, dass das gerade gleich b² minus 4ac ist. Und das Wichtige dabei ist, dass dieser Term hier unabhängig von n ist. Im letzten Satz hatten wir gerade die Abschätzung Betrag x minus pn durch qn, dass das echt kleine 1 durch qn mal qn plus 1 ist. Da jetzt aber qn plus 1 größer gleich qn ist, folgt, dass dieser Term hier kleiner gleich 1 durch qn Quadrat ist. Wir multiplizieren jetzt diese Ungleichung mal qn und erhalten dann, dass der Betrag von x mal qn minus pn,
dass das kleiner gleich 1 durch Qn ist. Aber das bedeutet, dass gerade Pn gleich x mal Qn ist plus irgendeinen Delta, wobei Delta echt kleiner 1 ist, durch Qn. Und wir setzen jetzt dieses Pn in die Formel für An ein und erhalten dann, dass das An gerade gleich A mal, naja, dieser Ausdruck für Pn ist im Quadrat plus B mal Qn Ausdruck für Pn plus CQn Quadrat. Wir multiplizieren das alles aus und erhalten dann diesen Ausdruck. Da jetzt aber ax² plus bx plus c gleich 0 ergibt, fällt der erste Term hier weg und wir erhalten gerade diesen Ausdruck. Wir benutzen jetzt die Dreiecksungleichung und erhalten, dass das kleiner gleich 2ax Delta plus a Delta Quadrat durch qn Quadrat plus b Delta ist. Hier, da jetzt Delta echt kleiner 1 ist, ist das echt kleiner, dieses 2ax Delta wird mit 2 mal Betrag ax abgeschätzt. Dieser Term hier wird einfach mit a abgeschätzt, weil Delta echt kleiner 1 ist, aber qn Quadrat Größe gleich 1. Also der wird mit a abgeschätzt und dieser Term wird mit b abgeschätzt. Da jetzt aber an eine ganze Zahl ist, folgt aus der Tatsache, dass der Betrag von an beschränkt ist, dass es nur endlich viele Möglichkeiten für an gibt, sodass an diese Ungleichung erfüllt. Da jetzt aber cn gleich an minus 1 ist, gibt es auch nur endlich viele Möglichkeiten für cn. Und da diese Gleichung, dieser Term hier, dieses bn² minus 4ancn, da das unabhängig von n ist, gibt es auch nur endlich viele Möglichkeiten für dieses bn. Da jetzt aber xn gerade diese Gleichung hier erfüllt, gibt es wiederum nur endlich viele verschiedene Xn. Das bedeutet aber insgesamt, dass es ein m geben muss und ein h, sodass Xi m plus h gleich Xi m gilt. Weil jetzt aber am plus 1 gerade die Gauss-Klammer von Xi m ist, Xi m aber gerade Xi m plus h ist und davon die Gauss-Klammer gleich am plus h plus 1 ist, folgt daraus, dass wenn ich mir jetzt Xi m plus 1 betrachte, was ja gerade gleich 1 durch Xi m minus a m plus 1 ist, das ist aber gleich, dieses Xi m ist aber gerade gleich Xi m plus h und dieses a m plus 1 ist gerade gleich a m plus h plus 1, was wir gerade hier gezeigt hätten. Dann folgt daraus, dass gerade Xi m plus 1 gleich Xi m plus h plus 1 ist. Und das können wir jetzt per Induktion immer weiter treiben. Also diese Gleichung folgt, aus dieser Gleichung folgt, dass m a m plus 2 gleich a m plus h plus 2 ist. Und daraus folgt, dass dann der Kettenbruch periodisch ist. Wir haben bereits gesehen, dass periodischen Kettenbrüchen rationale Zahlen entsprechen und periodischen Kettenbrüchen entsprechende quadratische Irrationalzahlen. Und wir wollen jetzt rein periodische Kettenbrüche analysieren. Dafür müssen wir uns aber erstmal die Lösungen von quadratischen Gleichungen ein bisschen näher anschauen. Also wir haben die Lösungsformel, dass x, also eine Lösung der quadratischen Gleichung ax² plus bx plus c gleich 0, dass die Lösung gerade gleich die Form x gleich minus b plus minus b² minus 4ac durch 2a hat. Das bedeutet aber, dass jede quadratische Irrationalzahl die Form u plus v mal Wurzel d hat, wobei u und v in q sind und d ist in z und d ist aber auch kein Quadrat.
zu jeder dieser Zahlen x gleich u plus v Wurzel d definieren wir uns jetzt die konjugierte Zahl, also x quer als u minus v Wurzel d. Und wir wollen jetzt noch kurz zeigen, dass die Konjugation unabhängig von der Darstellung von x ist. Nämlich wenn man jetzt d schreiben kann als d mal irgendein Quadrat, also zum Beispiel als m Quadrat mal d, und dann ist es so, wenn ich das konjugiere, dann ist das u plus v Wurzel m Quadrat d, das ist aber gerade gleich u minus v Wurzel m Quadrat d. Ich kann das m Quadrat rausziehen, das ist gleich u minus vm mal Wurzel d, aber das ist gerade gleich u plus vm Wurzel d konjugiert. Das heißt, die Konjugation ist wohl definiert, also unabhängig von dieser Darstellung. Die Konjugation dieser Zahl x gleich u plus v Wurzel d verbindet gerade die beiden Lösungen der quadratischen Gleichung ax² plus bx plus c gleich 0. Nämlich wenn x die eine Lösung ist, dann ist x konjugiert, weil wir, hier stand ja plus minus, dann ist x konjugiert gerade minus b minus Wurzel b² minus 4ac durch 2a, also gerade die andere Lösung, die, wie man sagt, konjugierte Lösung. Für die Charakterisierung der periodischen Kettenbrüche brauchen wir jetzt gerade noch ein Lemma, nämlich wenn x eine quadratische Irrationalzahl ist, mit rein periodischer Kettenbruchentwicklung, also x gerade diese Gestalt a0 bis ah-1 periodisch ist als Kettenbruch, dann gilt, dass minus 1 durch x konjugiert gerade die umgekehrte Periode hat, also dass gerade der Kettenbruch ah-1 bis a0 periodisch als Kettenbruch. Wir beweisen das folgendermaßen, also wir setzen jetzt erstmal y gleich diesem umgekehrten periodischen Kettenbruch ah-1 bis a0 und wir bezeichnen mit pn und durch Qn und Pn' durch Qn' gerade diese beiden Näherungsbrüche der Kettenbruchentwicklung von x und y. Da jetzt x und y periodisch sind, gilt für die Kettenbruchentwicklung gerade, dass x gleich a0 bis ah-1 x ist und für y gilt, dass das gleich Kettenbruch ah-1 bis a0 y ist. Jetzt benutzen wir, dass wir diese Restglied, also Kettenbruch-Restglied-Darstellung von x und y mit diesen Näherungsbrüchen darstellen können. Und zwar, dann haben wir gerade das x gleich, also das x gleich x mal ph-1 ist, das ist dieses x plus ph-2 durch x qh-1 plus qh-2. Und für das y müssen wir jetzt die Näherungsbrüche p' für p' und q' benutzen. Also y gleich y p'h-1 plus p'h-2 durch y q'h-1 plus q'h-2. Wir können das jetzt wieder nach, also hier multiplizieren mit den Nennern. Und daraus folgt dann, dass x und y Lösungen der quadratischen Gleichung sind, die wir hier unten hingeschrieben haben. Und für diese Gleichung dividieren wir hier jetzt durch, also mit minus y Quadrat und erhalten dann eine quadratische Gleichung für minus 1 durch y. Wir wollen jetzt diese beiden Quotienten mit Hilfe der Matrizenschreibweise ausdrücken. Also wir haben, dass x mal ph-1 plus ph-2 geteilt durch x mal qh-1 plus qh-2, dass das gleich x durch 1 ist. Das heißt, es gibt ein μ, so das gilt, dass μ mal x gleich x ph-1 plus ph-2 ist und μ ist gleich x mal qh-1 plus qh-2, sodass, wenn ich diese beiden Terme wieder
durcheinander teile, dass ich dann gerade gleich x bekomme. Naja, und das hier kann man aber gerade ausdrücken als die Matrix pH-1, pH-2, QA-1, QA-2 mal x durch 1. Und dasselbe mache ich mit diesem Term hier und y. Und da finde ich so ein Lambda, sodass das hier gilt. Jetzt können wir aber diese Matrix hier als Produkt dieser Matrix ausdrücken und diese Matrix hier als Produkt dieser Matrix. Und wir sehen hier gerade, wir hatten ja hier diese Hilfsfolgen, dass sich das hier gerade mit den einzelnen Zahlen in der Kettenbruchentwicklung ausdrückt. Naja, und jetzt sehen wir hier aber, dass das gerade sozusagen dieselben Matrizen sind, nur in umgekehrter Reihenfolge. Und wir beobachten auch, dass wenn ich diese Matrizen hier transponiere, also eine einzelne Matrix, dass hier gar nichts passiert. Also nur die 1 wird mit dieser 1 hier ausgetauscht, also es passiert nichts. Aber wenn ich das gesamte Produkt transponiere, dreht sich gerade die Reihenfolge um. Das heißt, dass diese Matrix gerade diese Matrix hier transponiert ist. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt diese einzelnen Einträge hier vergleiche, dass zum Beispiel pH-1 gleich P-H-1 ist und pH-2 ist gleich, ihr beachtet, dass das transponiert ist, das ist gleich Q-H-1. Und genauso QH-1 ist gleich P-H-2 und QH-2 ist gleich Q-H-2, was wir auch hier nochmal oben hingeschrieben haben. Wir vergleichen jetzt die quadratischen Gleichungen für x, die wir vorhin hergeleitet hatten, und die für minus 1 durch y. Also die hatten wir hier und hier hergeleitet. Aber mit diesen Gleichungen hier sehen wir, dass die Gleichungen hier eigentlich identisch sind. Das heißt, x und minus 1 durch y sind Lösungen derselben quadratischen Gleichung. Das bedeutet aber, wir hatten ja gesehen, dass wenn x eine Lösung einer quadratischen Gleichung ist, dann ist die andere Lösung gerade x konjugiert. Das bedeutet, entweder muss gelten x gleich minus 1 durch y oder es muss gelten x konjugiert gleich minus 1 durch y. Da jetzt x von einem rein periodischen Kettenbruch dargestellt wird und für diesen gilt, dass A0, das ist ja die einzige Zahl in der Kettenbruchentwicklung, die negativ sein kann, dieses A0 ist aber gleich AH. Aber AH ist größer gleich 1, deshalb ist auch A0 größer gleich 1, das heißt, x muss eine positive Zahl sein. Das kann aber nicht sein, also dann kann x nicht gleich minus 1 durch y sein, das heißt, x quer ist gleich minus 1 durch y und das bedeutet also, dass y gleich minus 1 durch x ist und da jetzt y per Definition gerade dieser Kettenbruch mit umgekehrter Periode ist, haben wir die Aussage des Satzes bewiesen. Wir beweisen jetzt, dass ein x eine rein periodische Kettenbruchentwicklung hat, wenn zum einen x eine quadratische Irrationalzahl ist und zum anderen das x reduziert ist. Das heißt, dass x echt größer 1 ist und das x konjugiert echt kleiner 0 und echt größer minus 1 ist. Wir nehmen zuerst an, dass x rein periodisch ist, dann ist x echt größer A0, weil ja A0 die Gaußklammer von x ist. A0 ist aber wegen der Periodizität AH, aber AH ist per Annahme von so einem Kettenbruch größer gleich 1, das heißt x ist echt größer 1, das ist die erste Bedingung. Und für die zweite Bedingung sehen wir,
dass der umgekehrte Kettenbruch gerade gleich minus 1 durch x konjugiert ist. Und das ist echt größer als 1. Damit folgt die eine Ungleichung, nämlich dass x quer echt größer gleich minus 1 ist. Und für die andere folgt, dass hier dieses x quer, da das hier echt größer 1 ist, muss das x quer kleiner als 0 sein, also muss negativ sein. Und das ist die zweite Ungleichung. Wir nehmen jetzt an, dass x eine reduzierte quadratische Irrationalzahl ist. Dann haben wir im vorhergehenden Satz schon gezeigt, dass dann x eine periodische Kettenbruchentwicklung besitzt, die wir hier aufgeschrieben haben. Und jetzt reicht es, per Induktion zu zeigen, dass dieses an gleich dem an plus h ist, weil dann der nicht-periodische Anteil hier, der aperiodische Anteil, 1 kleiner ist. Und per absteigender Induktion können wir dann zeigen, dass x rein periodisch ist. Wir behaupten jetzt, dass alle Restglieder in der Kettenbruchentwicklung von x, also alle xi, reduziert sind. Und wir beweisen das per Induktion. Der Induktionsanfang ist xi0. Xi0 ist aber gerade per Definition 1 durch x minus Gauss-Klammer von x. X minus Gauss-Klammer von x, wir haben ja x als irrational angenommen, also das ist ungleich 0, aber das liegt dann im offenen Intervall zwischen 0 und 1. Das heißt, der Kehrwert davon ist echt größer 1 und das ist genau die erste Bedingung an die Reduziertheit von xi0. Und für die zweite Bedingung, also für xi0 konjugiert, müssen wir jetzt zeigen, dass das echt kleiner 0 und echt größer minus 1 ist. Und da konjugieren wir das hier und erhalten dann diesen Ausdruck, also xi0 konjugiert ist gleich dieses hier. Jetzt ist es aber so, dass x quer im offenen Intervall von minus 1 bis 0 liegt und die Gauss-Klammer von x gerade echt größer 1 ist. Das bedeutet aber, dass das hier negativ sein muss. Das gibt hier die erste Ungleichung. Aber insbesondere ist das hier auch echt kleiner als minus 1. Das heißt, der Kehrwert ist echt größer als minus 1. Für den Induktionsschritt nehmen wir jetzt an, dass xi reduziert ist und wir müssen zeigen, dass xi plus 1 reduziert ist. Xi plus 1 ist aber per Definition gleich 1 durch Xi minus Gauss-Klammer von Xi. Xi minus Gauss-Klammer von Xi ist aber im offenen Intervall zwischen 0 und 1. Das heißt, der Kehrwert davon ist echt größer 1. Das ist die erste Bedingung an die Reduziertheit von Xi. Jetzt konjugieren wir hier wieder diese Gleichung und erhalten Xi plus 1 konjugiert ist gleich 1 durch Xi konjugiert minus Gauss-Klammer von Xi. Wir wissen wieder, dass die Gauss-Klammer von Xi größer gleich 1 ist. Aus der Reduziertheit von dem Xi folgt dann diese Ungleichung. Das heißt, insgesamt ist dieser Term negativ. Das ist hier die erste Ungleichung und er ist, also dieser Term hier unten, echt kleiner als minus 1. Das heißt, der Kehrwert ist echt größer als minus 1. Naja, und dadurch haben wir die Reduziertheit von Xi plus 1 gezeigt und per Induktion sind jetzt alle Xi reduziert. Daraus folgt dann, dass Xi n eine rein periodische Kettenbruchentwicklung hat und Lemma 10.15 liefert, dass minus 1 durch Xi n konjugiert gleich die umgekehrte periodische Kettenbruchentwicklung. Xi n ist ja gleich 1 durch Xi n minus 1 minus Gauss-Klammer Xi n minus 1. Aber die Gauss-Klammer von Xi n minus 1 ist per Definition gleich an. Wenn wir das Ganze jetzt invertieren, erhalten wir also diese Formel. 1 durch Xi n ist gleich Xi n minus 1 minus an.
Und wir konjugieren jetzt diese Gleichung und multiplizieren sie mit minus 1 und dann erhalten wir minus 1 durch xi n konjugiert ist gleich an plus minus xi n minus 1 konjugiert. Da wir jetzt aber wissen, dass die xis reduziert sind, ist insbesondere xi n minus 1 reduziert, das heißt minus xi n minus 1 konjugiert ist echt größer 0 und echt kleiner 1. Das heißt, wenn ich hier die Gauss-Klammer von der rechten und linken Seite nehme und da an jetzt hier eine ganze Zahl ist, folgt, dass die Gauss-Klammer von minus 1 durch xi n konjugiert gleich an ist. Wir haben jetzt aber gerade eben gesehen, dass der Kettenbruchalgorithmus für minus 1 durch xi n konjugiert gerade diese periodische Kettenbruchentwicklung liefert. Das bedeutet, dass Gauss-Klammer von minus 1 durch xi n konjugiert gerade a n plus h ist. Aber wenn wir jetzt diese beiden Gleichungen vergleichen, sehen wir, dass a n gleich a n plus h gilt und das wollten wir genau zeigen. Wir wollen jetzt die Kettenbruchentwicklung von Quadratwurzeln untersuchen. Also wir nehmen an, d ist eine natürliche Zahl, die kein Quadrat ist. Und dann hat die Kettenbruchentwicklung von Wurzel d folgendes Aussehen. Wir haben hier einen aperiodischen Teil der Länge 1, dieses a0. Und dann den periodischen Anteil a1 bis ah-1, 2a0. Und außerdem gilt noch eine Symmetriebedingung, nämlich ah minus i minus ai ist gleich für i gleich 1 bis h minus 1. Der Kettenbruchalgorithmus liefert jetzt, dass die Gauss-Klammer von Wurzel d a0 ist. Und was wir jetzt machen, anstatt Wurzel d in den Kettenbruch zu entwickeln, entwickeln wir a0 plus Wurzel d in den Kettenbruch und nennen diese Zahl x. Wir bemerken aber, dass die Kettenbruchentwicklung von x und Wurzel d sich gerade nur an der ersten Stelle unterscheiden, nämlich an diesem a0. Für Wurzel d ist die Kettenbruchentwicklung a0 und dann geht es irgendwie weiter. Und für x ist die Kettenbruchentwicklung, also der erste Schritt hier in der Kettenbruchentwicklung, gerade Gauss-Klammer von x und das ist Gauss-Klammer von a0 plus Wurzel d und das ist gerade gleich 2a0. Der Vorteil, warum wir das machen, ist, dass für x konjugiert gleich a0 minus Wurzel d gilt, aber a0 ist ja gerade die Gauss-Klammer von Wurzel d. Das bedeutet, dass x konjugiert echt kleiner 0 ist, aber auch echt größer minus 1. Das heißt, das x quer ist reduziert. Das heißt, es hat eine rein periodische Kettenbruchentwicklung, die diese Gestalt hat. Also x ist 2a0 bis ah-1 Periode in der Kettenbruchentwicklung. Da wir jetzt aber gerade gesehen haben, dass sich die Kettenbruchentwicklung von x und Wurzel d nur an der ersten Stelle unterscheidet, und zwar, dass es für x gerade 2a0 ist und für Wurzel d a0, ist die Kettenbruchentwicklung von Wurzel d gerade von dieser Gestalt. Ja, und damit haben wir jetzt erstmal die erste Aussage bewiesen und jetzt wollen wir die Symmetrie beweisen. Dafür stellen wir x als Kettenbruch mit Restglied xi0 dar. Und formen das um, also erhalten 1 durch x minus 2a0 ist gleich xi0. Xi0 hat aber eine rein periodische Kettenbruchentwicklung. Und wir wenden jetzt Lemma 10, 15 an, was uns die Kettenbruchentwicklung von minus 1 durch xi0 konjugiert liefert, nämlich das ist gerade die umgekehrte Kettenbruchentwicklung. Das aber ist wegen dieser Gleichung hier gerade minus x konjugiert minus 2a0. X ist ja aber gleich a0 plus Wurzel d, also ist x konjugiert gerade a0 minus Wurzel d.
Wenn wir hier jetzt diese minus 2a0 abziehen, bekommen wir gerade a0 plus Wurzel d raus, was ja gerade gleich x ist. Das heißt, x hat zwei Kettenbruchentwicklungen jetzt, oder wir haben zwei verschiedene Darstellungen der Kettenbruchentwicklungen von x hergeleitet, nämlich einmal diese hier, aber auch einmal die, die wir schon vorher hatten, nämlich diese hier. Da wir jetzt aber wissen, dass die Kettenbruchentwicklung eindeutig ist, können wir jetzt einfach die Terme in der Kettenbruchentwicklung vergleichen. Also für die andere wäre das, dass hier 2a0 steht, dann steht hier a1 bis ah-1. Das heißt, wir erhalten gerade die Symmetrie ai ist gleich ah-i. Wir wollen jetzt zeigen, dass wenn eine rationale Zahl, eine reelle Zahl x besonders gut approximiert, dann muss diese rationale Zahl in der Kettenbruchentwicklung von x auftauchen. Das besagt gerade dieser Satz 10, 18. Also wir nehmen x, das ist unsere reelle Zahl. Pi durch q ist unsere rationale Zahl, die x approximieren soll. Wir nehmen an, dass p durch q vollständig gekürzt ist und außerdem, dass q echt größer 0 ist. Und dann soll diese Approximation gelten, also der Betrag von x minus p durch q ist echt kleiner 1 durch 2q Quadrat. Und dann kommt diese rationale Zahl p durch q als Näherungsbruch in der Kettenbruchentwicklung von x vor. Für den Beweis entwickeln wir p durch q in den Kettenbruch, also p durch q ist gleich eckige Klammer a0 bis an. Naja, und wenn x gleich p durch q ist, dann sind wir natürlich schon fertig. Und andernfalls können wir diese Differenz x minus p mal q darstellen als Epsilon in plus minus 1. Also das kann ja positiv oder negativ sein. Wir haben ja hier nur den Bruch, also plus minus 1. Und das ist echt kleiner als 1 durch 2q². Das heißt, es gibt ein Delta zwischen 0 und 1, sodass diese Differenz gleich Epsilon mal Delta durch 2q² ist. Außerdem können wir ja die Länge des Kettenbruchs hier variieren. Das hatten wir ja gesehen, dass das nicht ganz eindeutig ist. Das heißt, wir können immer 1 dazu tun oder abziehen. Das heißt, wir können ohne Einschränkung annehmen, dass dass die Länge des Kettenbruchs gerade so gewählt ist, dass dieses Epsilon gerade gleich minus 1 hoch n ist. Um jetzt zu beweisen, dass p durch q in der Kettenbruchentwicklung von x vorkommt, nehmen wir uns jetzt erstmal die Kettenbruchentwicklung von p durch q, dieses a0 bis an, und behaupten, dass wir jetzt einen xi n finden, sodass x gleich Kettenbruch a0 bis an xi n gilt. Jetzt ist hier aber wichtig zu beachten, dass a priori das nicht, also dieses xi n, nicht ein Restglied ist in der Kettenbruchentwicklung von x, sondern wir haben ja hier erstmal nur die Zahlen für die Kettenbruchentwicklung von an genommen und behaupten jetzt einfach, es gibt so ein xi n, sodass das gilt. Wegen Lemma 10.6 können wir hier aber trotzdem diese Hilfsfolgen Pn und Qn definieren. Und dann haben wir das x gleich Xn Pn plus Pn minus 1 durch Xn Qn plus Qn minus 1 ist. Und wenn wir jetzt eine kurze Rechnung machen, dann können wir das nach Xn auflösen und sehen, dass Xn dann gleich Pn minus 1 minus Xqn minus 1 durch Xqn minus Pn ist. Zu beachten ist natürlich, dass hier x als irrational angenommen wurde, also ist x ungleich p durch q, was ja hier für diese Hilfsfolgen gerade pn durch qn ist. Außerdem definieren wir noch hier diese xi's, die gerade Kettenbrüche von ai plus 1 bis an und dann xn ist. Und insbesondere, wenn ich jetzt hier für i gleich n minus 1 setze, bedeutet das, dass xi n minus 1 gerade gleich Kettenbruch a n xi n ist.
Und wenn ich mir jetzt wieder die Definition von Xi hernehme und das A in Xi'en hier jetzt mit Xi'n-1 ersetze, erhalte ich das Xi gerade gleich der Kettenbruch Ai plus 1 bis An-1 Xi'n-1 ist. Und das kann ich jetzt immer weiter fortführen mit absteigender Induktion und erhalte dann das Xi gerade der Kettenbruch von Ai plus 1 bis Xi plus 1 ist, also gerade gleich Ai plus 1 plus 1 durch Xi plus 1. Außerdem gilt natürlich dann noch, dass wenn ich in dieses x, also in diese Darstellung von x als Kettenbruch, gerade dieses Ai plus 1 An Xi'n ersetze, was ja per Definition Xi'i ist, dann erhält ich diese Darstellung von x, also x ist gleich A0 bis Ai Xi'i. Und wir müssen jetzt zeigen, dass diese Terme hier in der Kettenbruchentwicklung von x auftauchen. Und damit ist dann insbesondere P durch Q ein Näherungsbruch von x, weil ja gerade dieses P durch Q gleich Pn durch Qn ist. Um zu zeigen, dass das jetzt wirklich die Kettenbruchentwicklungen von x sind, müssen wir eigentlich nur Xi echt größer 1 zeigen. Warum? Naja, wir haben diese Formel, Xi ist gleich Ai plus 1 plus 1 durch Xi plus 1. Und wenn wir wissen, dass hier der Nenner echt größer 1 ist, ist der gesamte Bruch echt kleiner 1. Das bedeutet, dass die Gaußklammer von Xi gerade Ai plus 1 ist. Und das ist ja genau das, was im Kettenbruchalgorithmus verlangt wurde. Außerdem reicht es nur, Xi'n echt größer 1 zu beweisen, da aus dieser Formel dann folgt, dass alle anderen Xi'is auch echt größer 1 sind. Und zwar, wie folgt das? Naja, wir nehmen hier an, hier würde Xi'n stehen, was echt größer 1 ist, dann ist der gesamte Bruch positiv, Ai plus 1 ist aber größer gleich 1 und dann wäre hier Xi'n-1 auch echt größer 1. Und das können wir jetzt durch absteigende Induktion immer weiter fortführen und würden dann sehen, dass alle Xi wirklich echt größer 1 sind. Wir haben jetzt, dass der GGT von P und Q gleich 1 ist. Das war die Annahme. Und auch, dass der GGT von Pn und Qn gleich 1 ist. Das hatten wir gezeigt, dass für diese Hilfsfolgen immer der GGT gleich 1 ist. Und wir hatten ja außerdem gesehen, dass P durch Q gleich Pn durch Qn ist. Das heißt aber, weil diese beiden Brüche hier vollständig gekürzt sind, dass daraus folgt, dass P gleich Pn und Q gleich Qn gilt. Wir hatten ja die Differenz x minus pq dargestellt als minus 1 hoch n Delta durch 2 mal Qn Quadrat. Wobei jetzt Delta zwischen 0 und 1 liegt und dieses Epsilon hatten wir ja gerade so gewählt, dass das minus 1 hoch n ist, sodass dann diese Gleichung hier gilt. Und für x setzen wir jetzt wieder diese Formel Pn Xi'n plus Pn minus 1 durch Qn Xi'n plus Qn minus 1 ein, die wir schon hier hatten. Wir wissen auch, dass P durch Q gleich Pn durch Qn ist. Jetzt erweitern wir die Nenner und sehen, dass sich dann diese Xis gerade rauskürzen. Also wir erhalten Qn Pn minus 1 minus Pn Qn minus 1 durch Qn mal Qn Xi'n plus Qn minus 1. Jetzt hatten wir in Lemma 10.7 bewiesen, dass diese Differenz hier gerade minus 1 hoch n ist. Naja, und wenn wir hier jetzt diese beiden Terme hier, wenn wir jetzt multiplizieren mit Qn Xi'n plus Qn minus 1 und dann einmal mit Qn, dann erhalten wir gerade, dass 2Qn gleich Delta Qn Xi'n plus Qn minus 1 gilt. Da jetzt aber Qn größer gleich Qn minus 1 ist, haben wir hier für Qn plus Qn minus 1, dass das kleiner gleich 2Qn ist. Da jetzt aber Delta echt
kleiner 1 ist, ist dieses 2qn gerade echt kleiner qn xien plus qn minus 1. Das heißt, wenn wir hier das qn minus 1 abziehen und auch noch durch qn teilen, sehen wir gerade, dass xien echt größer 1 ist. Naja, und damit ist der Beweis abgeschlossen, weil wir dadurch gezeigt haben, dass diese Entwicklung hier, diese Kettenbrüche gerade in der Kettenbruchentwicklung von x vorkommen. Wir wollen jetzt mit der Kettenbruchentwicklung ganzzahlige Lösungen der sogenannten Pell'schen Gleichung finden, also der Gleichung x² minus dy² gleich 1, wobei d eine natürliche Zahl ist, die kein Quadrat ist. Wir machen es uns noch ein bisschen schwieriger, nämlich wir betrachten etwas allgemeiner die Gleichung x² minus dy² gleich c, wobei hier c eine ganze Zahl ist. Wir beobachten jetzt, dass wenn p und q in z2 eine Lösung sind, dann ist natürlich auch plus minus p und plus minus q Lösung dieser Gleichung. Außerdem ist es so, dass für jede Lösung p und q dieser Gleichung x minus dy² gleich plus minus 1 p und q teilerfremd sein müssen. Nämlich wenn p und q einen gemeinsamen Teiler haben, dann ist das auch ein Teiler von p² minus dq² und das ist aber gerade gleich plus minus 1. Das heißt, der GGT von p und q muss gleich 1 sein. Das bedeutet aber insbesondere, dass sich p und q bis auf Vorzeichen aus dem Quotienten p durch q rekonstruieren lassen. Wir wollen jetzt zeigen, dass jede Lösung pq der Pell'schen Gleichung x² minus dy² gleich c als Näherungsbruch der Kettenbruchentwicklung von Wurzel d vorkommt, wenn für c diese Ungleichung hier gilt. Man sieht recht leicht, dass diese Ungleichung insbesondere für c gleich plus minus 1 gilt. Und das ist der Fall, der uns erstmal besonders interessieren wird. Wir nehmen an, dass jetzt diese Pell'sche Gleichung eine Lösung pq hat. Das heißt, es gilt p² minus dq² ist gleich c. Und dann können wir das schreiben als p minus q Wurzel d gleich c durch p plus q Wurzel d. Und wir teilen jetzt diese Gleichung durch q und bilden den Betrag. Dann erhalten wir hier Betrag von p durch q minus Wurzel d. Und das ist gerade gleich Betrag von c durch q mal p plus q Wurzel d. Jetzt setzen wir hier für dieses p, also wir lösen diese Gleichung hier nach p auf und erhalten dann hier den Term Wurzel c plus dq². Und dann weiter schreiben wir das um. Also wir ziehen hier einen q raus. Also wir erhalten hier dann q² durch Wurzel c durch q² plus d plus Wurzel d. Und jetzt machen wir eine Fallunterscheidung. Also wir nehmen an, c ist kleiner 0. Dann ist hier das Minimum von c und 0, das ist c. Dann gilt aber, dass das c hier kleiner ist als das cq² hier. Das heißt, dieser Nenner hier ist kleiner. Das heißt, der Bruch ist größer und diese Ungleichung gilt. Im anderen Fall ist c größer gleich 0, dann ist das Minimum hier 0 und dann ist auch wieder der Nenner hier kleiner, also der Bruch ist insgesamt größer als hier. Und jetzt hatten wir ja für diesen Term hier die Abschätzung hier oben. Das heißt, wir setzen hier 2c ein, das c kürzt sich weg und wir halten, dass das echt kleiner 1 durch 2q² ist. Jetzt benutzen wir aber den Satz von vorher, nämlich der besagt hat, dass eine rationale Zahl p durch q in der Kettenbruchentwicklung hier von Wurzel d vorkommt, wenn diese Ungleichung gilt. Naja, und damit haben wir gezeigt, dass eine Lösung der Pell'schen Gleichung
gerade in der Kettenbruchentwicklung von Wurzel D vorkommt. Wir haben im Satz vorher gezeigt, dass jede Lösung der Pell'schen Gleichung für C gleich plus minus 1 in der Kettenbruchentwicklung von Wurzel D vorkommt. Und jetzt wollen wir ein bisschen genauer studieren, welche Näherungsbrüche wirklich Lösungen sind der Pell'schen Gleichung. Und das besagt jetzt Satz 10.20. Also wenn D kein Quadrat ist und Wurzel D hat dann diese Gestalt, das hat mir gezeigt, also wir haben einen aperiodischen Anteil A0 und dann einen periodischen Anteil, dann ist es so, dass die Näherungsbrüche der Kettenbruchentwicklung, die werden wir mit Pn durch Qn bezeichnen und die Tupel Pih-1 und Qih-1, die sind dann Lösung der Gleichung x² minus dy² gleich minus 1 hoch i mal h. Das heißt, da wir hier unendlich viele von diesen Tupeln haben, haben wir damit unendlich viele Lösungen dieser Pell'schen Gleichung für sowohl plus 1 als auch minus 1 konstruiert. Für den Beweis verwenden wir wieder denselben Trick wie vorher. Also wir sehen uns die Kettenbruchentwicklung von Wurzel d an. Das hat hier einen aperiodischen Anteil a0 und danach geht es periodisch weiter. Das heißt, wir addieren zu Wurzel d a0 dazu und das ändert hier nur die erste Zahl. Und da wir hier gerade a0 dazu addiert haben, bekommen wir, dass a0 plus Wurzel d eine periodische Kettenbruchentwicklung hat. Wenn wir uns jetzt die Kettenbruchentwicklung von Wurzel d anschauen und den Kettenbruch bis aih-1 uns anschauen, dann geht es ja hier periodisch weiter, beziehungsweise wir haben hier einen Restglied xi ih i minus 1. Und wenn wir diese beiden Terme anschauen, dann sehen wir, dass das Restglied xi ih minus 1 gerade a0 plus Wurzel d ist. Wir können jetzt wieder Lemma 10.6 benutzen, indem wir hier das Wurzel d mit Hilfe dieser Hilfsfolgen p und q darstellen. Und zwar ist das gerade gleich xi ih-1 pih-1 plus pih-2 durch xi ih-1 qih-1 plus qih-2. Und wir hatten jetzt gesehen, dass dieses Restglied xi ih-1 gerade gleich a0 plus Wurzel d ist. Und das setzen wir hier in diese Gleichung ein. Wir multiplizieren jetzt hier noch mit dem Nenner und multiplizieren das Ganze noch aus und sortieren dann nach Wurzel d, also Potenzen von Wurzel d hoch 0 und Wurzel d hoch 1. Und da jetzt aber Wurzel d irrational ist, diese beiden Terme hier aber rational sind, müssen die jeweils einzeln gleich 0 sein. Wenn ich jetzt noch den ersten Term mit qih-1 multipliziere und den zweiten Term mit pih-1, sieht man gerade, dass diese a0-Terme hier wegfallen. Und was wir insgesamt erhalten, ist gerade gleich pih-1² minus d qih-1², dass das gleich pih-1 qih-2 minus pih-2 qih-1 ist. Hier benutzen wir gerade aber wieder Lemma 10.7, wo wir gezeigt haben, dass das gleich minus 1 hoch ih ist. Das heißt, diese pih-1 und qih-1 sind Lösung der Pell'schen Gleichung, wobei c hier minus 1 hoch ih ist. Naja, und damit haben wir unendlich viele Lösungen der Pell'schen Gleichung konstruiert.